Favorite weckt Hoffnung auf ein Comeback, doch zerstört diese direkt wieder. Jetzt soll es plötzlich ein Reboot, eine Biografie und auch noch eine Doku geben. Und ganz ehrlich, es wirkt eher so, als käme da überhaupt nichts mehr. Wir schauen uns die ganze Story von Favorite, vom Top-10-Rapper zu einem jetzt leider ganz schön wirren Typen mal genauer an. Denn ich bin Mr. Rap. Dranbleiben. 8, 9, 10. Apropos 10, mit dem Code RAP10 gibt's bei SEKPLUS 10%. Und damit sind dann auch einhändige Klimmzüge gar kein Problem mehr. Kurz nachdem wir alle als kleine Jungspunde unsere Liebe für deutschen Rap entdecken, steht dann auch schon die erste große Lebensentscheidung bevor. Jeder muss für sich selbst entscheiden, wer der eigene Lieblingsrapper wird. Aber bei der Suche nach seinem Lieblingsrapper muss man aufpassen. Es kann nämlich gut sein, dass der oder die sich mit der Zeit und dem Erfolg verändert und plötzlich nicht mehr so geile, freche Mucke macht wie am Anfang, sondern zum Beispiel in die Popschiene abdriftet oder plötzlich auf Verschwörungstheorien hängen bleibt, sich nur noch über Geld und Erfolg definiert, Frauen schlägt oder mit Rassismus auffällt. Alles schon passiert. Vielleicht hat man aber auch Glück und der eigene Lieblingsrapper bleibt für immer geil, stark und am Start. Oder man hat so Pech wie ich und sagt sich in jungen Jahren, mein Lieblingsrapper wird Favorite. Denn da geht es seit einiger Zeit ziemlich verstörend ab. War Favorite wohl schon seit Beginn seiner Karriere dem Rausch, sagen wir mal, nicht abgeneigt, hatte das Anfang noch nicht so durchgeschlagen und er machte bei Selfmade Records neben Kollega ordentlich Karriere. Das lief anfangs relativ parallel zu Kollega, irgendwann aber dann kam von Favorite schon etwas weniger und manche sagen auch, bereits mit dem Album Alternative für Deutschland 2017 konnte Fave nicht mehr so wirklich überzeugen. Langsam wirkte das alles etwas wirr und nicht mehr so bissig. Nachdem Kollega dann Selfmade Records verlassen hatte, gab irgendwann auch Favorite etwas mehr als ein halbes Jahr nach Alternative für Deutschland bekannt, nicht mehr bei Selfmade Records zu sein. Stattdessen wolle er jetzt ein eigenes Label mit dem Namen Upper Class Movement gemeinsam mit dem Rapper Lutifer gründen. Ab diesem Punkt geht dann in Favorites Karriere quasi nichts mehr, obwohl im Hintergrund wohl tatsächlich erst noch an einem neuen Fave-Album gearbeitet wurde und man findet auf YouTube auch tatsächlich ein paar unreleased Songs dieses Albums, die eigentlich gar nicht so schlecht klingen. Der wirkliche Absturz kommt also offenbar erst etwas später, denn das ganze Upper-Class-Movement-Ding klappt dann halt irgendwie auch nicht richtig. Irgendwie soll es dann plötzlich ein zweites neues eigenes Label mit dem Namen Buy or Die Records geben, mit irgendwelchen anderen dubiosen Typen. Zwischenzeitlich kommen dann neben mehreren absolut amateurhaft klingenden Tracks auch ein grundloser Diss gegen Kool Savas raus und beispielsweise Sido gibt irgendwann bekannt, er würde gerne sein altes Feature mit Favorite zurückgeben. Der Stand von Fave in der Szene ist ab diesem Punkt eher schlecht. Alles in allem sieht Fave in dieser Zeit bei jedem Video, in welchem man ihn sieht, fertiger und fertiger aus und dass es dort ein recht ordentliches Drogenproblem gibt, ist ziemlich offensichtlich. Und so zieht sich dieses Chaos dann so durch. Zwischenzeitlich geht rum, dass Favorite einfach irgendwie verschwunden sei. Er taucht dann irgendwann aber doch wieder auf, um dann im Sommer 2020 anzukündigen, dass seine Karriere jetzt vorbei sei. Und so hörte man seitdem von ihm tatsächlich fast gar nichts mehr. Bis es vor gut einem Monat Hinweise auf ein mögliches Comeback von Favorite gab. Und zwar in Form eines Videos auf YouTube und Instagram, in welchem er, warum auch immer, auf ein weißes Blatt Papier das Datum 16.10.2022 und das Wort Reboot schreibt. Außerdem gab es ein Video, in welchem er sich bei Kool Savas entschuldigte, welchen er vor seinem Karriereende noch aus heiterem Himmel gedisst hatte. Die Hoffnung auf ein mögliches Comeback eines klarkommenden Favorite wurde dann allerdings wenig später auch schon wieder direkt zerstört, nachdem er in einem äußerst wirren Livestream auf TikTok allerhand komisches Zeug redete und konstant das N-Wort droppte. Nüchtern wirkte er dabei alles andere, also überhaupt nicht. Das kam bei vielen Leuten natürlich nicht gut an und so gab es ein weiteres Entschuldigungsvideo von Favorite, in welchem dieser sagte, die Leute würden zu viel falsch verstehen, denn wenn er die N-Bombe droppe, dann aus Liebe und niemals aus Nazi. Zwischenzeitlich postete er auch noch ein Foto von seiner Hand und Textblättern mitsamt dem Hashtag Biografie. Aber damit noch nicht genug. Auf dieses vermeintliche Comeback und den ganzen Trubel drumherum hatten dann nämlich unter anderem auch J-Jiggy und Gio reagiert. J-Jiggy sagte hier zum Beispiel, dass er keine Hoffnung habe, dass Favorite noch einmal die Kurve kriegen würde und auch Gio zeigte sich, sagen wir mal, eher nicht so optimistisch.
Nun reagierte darauf jetzt wieder Favorite in einem YouTube-Video, in welchem neben ihm ein gewisser Rain Man sitzt, auf dessen YouTube-Kanal das Video dann auch hochgeladen wurde. Auf dessen YouTube-Kanal gab es auch vor rund 9 Monaten bereits ein Video, in welchem Favorite seine Fans fragt, ob sie Bock auf ein Feature von ihm mit Felix Krull hätten. Ist jetzt auch eher schlecht gealtert. Naja, in diesem neuen Video sagt Faith, sie hätten gehört, im Internet würden viele immer noch Scheiße labern und deshalb solle jetzt bewiesen werden, dass dies echt nur Scheiße sei und nicht die Wahrheit. Favorite nennt dann hier auch Jay Jiggy und Gio als Beispiele für die Leute, die eben Scheiße labern würden und sagt weiter, es werde eine Dokumentation rauskommen und mit der werde dann alles bewiesen. Was genau für eine Doku jetzt kommen soll und was man damit überhaupt beweisen will, wird höchstwahrscheinlich, denke ich mal, für immer unklar bleiben, denn dass aus der Richtung Favorite in der nächsten Zeit noch irgendwas kommt, scheint, sagen wir mal, eher unwahrscheinlich. Zumindest also in dem jetzigen Zustand. Gio kommentierte übrigens unter diesem YouTube-Video von Favorite mit folgenden Worten. Damals wäre es eine Ehre für mich gewesen, von Favorite erwähnt zu werden. Heute unter den Umständen kann ich mich nicht darüber freuen, wünsche trotzdem nur das Beste und hoffe, das wird wieder irgendwann. Ja, es wird ganz so, als hätte Favorite eigentlich auch ganz andere Probleme als eine nicht mehr laufende Rap-Karriere. Aber sollte es irgendwann noch einmal so kommen, dass er an alte Zeiten anknüpfen kann, das wäre was. Von daher, Favorite, wenn du es hörst. Es gibt da draußen noch haufenweise Leute, die Bock auf Musik von Favorite haben. Aber von einem klarkommenden und damit auch clean Favorite und auch Mucke nur von Favorite und nicht von irgendwelchen Leuten, die da immer an der Seite mit rumhängen und versuchen, sich an dir hochzuziehen und die nebenbei gesagt auch einfach scheiße rappen. Ich glaube, so richtig werde ich die Hoffnung nicht aufgeben. Wie sieht's bei euch aus? Eure Worte an Favorite jetzt in die Kommentare, vielleicht liest das ja. Ansonsten war's das von mir. Abonnier und aktivier die Glocke. Tschüssi. Das ist doch mal eine positive Nachricht in Deutschland.